Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin die Misha und ich bin mit einer Frau verlobt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Coming-out-Video machen würde, weil ich bin ja von Anfang an wirklich sehr, sehr offen damit auf Social Media umgegangen, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Und jetzt bin ich fast 2 Jahre auf YouTube aktiv und habe dazu euch aufgerufen, dass ihr mir Fragen stellen könnt, beziehungsweise uns Fragen stellen könnt, zu allen möglichen Bereichen. Und einige Fragen sind sehr herausgestochen, und zwar die zum LGBTQ-Bereich. Ich habe mir hier einige Fragen rausgeschrieben, so wie ich herausgefunden habe, dass ich eine andere Sexualität habe als hetero, wie meine Eltern reagiert haben und so weiter. Und darauf würde ich gerne eingehen, weil da scheinbar viel Fragebedarf ist und ich dachte, ich mache das separat in ein Video, um dem Thema auch einfach gerecht zu werden, weil ihr da wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr schöne Fragen habt. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank an eure Fragen. Ich hoffe, ich kann die zur Zufriedenheit beantworten und ich würde sagen, wir starten direkt. Und ich muss sagen, mir fällt dieses Thema irgendwie schwerer, als ich dachte. Also so vor Kamera darüber zu reden. Wir fangen leicht an und wärmen uns so ein bisschen auf. Die Fiona hat gefragt, wie lange bist du schon mit deiner Freundin zusammen? Ich bin seit dem 27.01.2018 mit meiner Freundin zusammen und seit dem 17.04.2021 sind wir verlobt. Da hat sie mich gefragt und da habe ich ein Video zu gemacht, wie wir, also wie der Tag war und habe dann alles so zur Verlobung erzählt in einem Vlog. Den verlinke ich oben auch nochmal in der Infocard. Simberly fragt, wie habt ihr euch kennengelernt? Im Grunde über eine Freundin. Wir wollten zusammen eine Cosplay-Gruppe aufmachen. So zum Thema Supernatural. Es war sehr toll. Ich war Castiel. Sie war Crowley. Und ja, eine gemeinsame Freundin hat sie quasi mit ins Boot geholt, sodass ich und meine Verlobte uns dann kennenlernen konnten. Und erst waren wir nur Freunde und dann hat sich das aber weiterentwickelt, bis wir dann irgendwann ein Paar wurden. Damit ist die Frage von Marlene Simon, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, auch beantwortet, hoffe ich. Sie hat nämlich auch gefragt, ich wollte schon immer mal wissen, wie du und deine Verlobte euch kennengelernt habt. Dann habe ich ja einige Fragen, die so ein bisschen zusammen in einem Thema reinspielen. Ich lese dir einfach mal alle vor. Lara Tapp. Meine Frage ist, wie du herausgefunden hast, dass du nicht hetero bist. Eine sehr gute Frage. Pips Angel hat gefragt, wann wusstest du, dass du in der Sexualität anders bist? Ich fühle mich unsicher, brauche Rat und das ist eine gute Frage. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Die eine Frage habe ich verpixelt, weil die kommt ins andere Q&A rein. Und das ist auch ein Grund, warum ich dieses Video hier mache, weil ich merke, dass da wirklich Bedarf ist, dass ihr Fragen habt, dass ihr neugierig seid und ich bin damit ja sehr, sehr offen und erkläre da auch gerne, wie es bei mir war und wenn ich euch da irgendwie Rat oder ein bisschen mehr Sicherheiten geben kann, fände ich das sehr, sehr, sehr schön. Shishi fragt, seit wann wusstet ihr, dass ihr auf Frauen steht? Also das fällt alles so in diese Kategorie. Und Mimamel02 hat gefragt, glaubst du, dass man mit 12 Jahren schon sagen kann, welche Sexualität man hat? Das fällt halt alles so in diese Kategorie. Ich habe versucht, die Fragen so ein bisschen zu strukturieren. Ich weiß nicht, ob es mir komplett geglückt ist. Wahrscheinlich nicht. Aber wie habe ich herausgefunden, dass ich nicht hetero bin? So, das erste Mal hatte ich das in der Grundschule, ich glaube 3. oder 4. Klasse. Da fand ich ein Mädchen, sie hieß Mania, das weiß ich noch. Hat immer so einen Joker getragen, war 90er Jahre und blonde Haare gehabt und so. Und ich fand sie halt irgendwie süß. Also nicht so, wie ein Mädchen süß findet, sondern ich fand sie einfach süß. Und dachte so, nee, das musst du dir irgendwie eingebildet haben, weil ich dann schon dachte, oh, hast du dich vielleicht in Mania verliebt? Da war ich irgendwie 9 Jahre alt oder so. Oder 10, irgendwie so in dem Dreh. Nee, 9. Ich glaube mit 9. Also früh, sehr früh. Und habe mir das aber versucht wieder auszureden, weil ich dachte, das ist nicht normal. Weil man hat als Kind damals, jedenfalls ich in meinem Umfeld, so von LGBTQ-Themen nicht so viel mitbekommen. Man wusste nicht wirklich, dass es sowas gibt. Vielleicht war ich auch einfach eine zurückgebliebene 9-Jährige, das kann auch sein. Wir sind auf dem Dorf aufgewachsen, also da hat man nicht so viele Menschen gesehen. Deswegen war das Thema für mich da halt auch noch sehr, sehr neu und ich habe das eine ganze Weile wieder verworfen. Deswegen, Mimamel,
Ja, man könnte das mit 12 auch schon sagen, aber da musste ich auch noch zu sagen, die Sexualität ist wandelbar. Ich hatte den ersten Gedanken mit 9, muss aber nicht sein. Kann auch sein, dass man mit 30 oder mit 50 oder weiß der Geier was, irgendwie einen Gedanken hat, so, ich könnte es mir auch mit einer Frau vorstellen, ich könnte es mir auch mit einem Mann vorstellen oder mit irgendeiner anderen sexuellen Identität. Die eigene Sexualität ist komplett wandelbar. Man entwickelt sich ja auch selber im Laufe der Zeit. Man entwickelt andere Interessen. Früher war meine Lieblingsfarbe blau, jetzt ist es mittlerweile gelb. Früher mochte ich Ravioli super gerne, mittlerweile finde ich Ravioli nicht mehr so geil. Und es kann auch sein, dass ich dann in 50 Jahren feststelle, so, Frauen sind vielleicht doch nichts für mich. Wie gesagt, die Sexualität entwickelt sich. Verwechselt das aber bitte, bitte, bitte nicht mit einer Phase. Ja, man hat eventuell eine experimentelle Phase, wo man herausfinden möchte, was man eigentlich mag. Aber dieses, das ist nur eine Phase, das geht wieder vorbei, das hört keiner gerne, egal in welchem Bereich. Lass das bitte. Dann wurde ich erwachsen, beziehungsweise kam in die Pubertät und mit 17 hatte ich dann meinen ersten Freund. Da ich hier nicht so tief ins Detail gehen möchte, was das angeht, sagen wir einfach, er war nicht sonderlich gut zu mir. Und dann habe ich mich nach der Trennung so ein bisschen ins Internet geflüchtet und habe mich in einem Chatforum angemeldet und habe dann was gemacht, auf das ich nicht sehr stolz bin. Wie gesagt, ich war 17. Ich habe mich als Mann ausgegeben, weil ich mich nie wieder so schwach fühlen wollte und nicht angebaggert werden wollte und einfach meine Ruhe wollte und auch mal die Person sein wollte, die die Macht hat. Jetzt im Nachhinein ist das einfach so eine dumme Idee gewesen und einfach absolut scheiße von mir gewesen, dass ich das gemacht habe. Aber ich wusste damals nicht, anders mit umzugehen. Und ich habe dann halt mit meiner männlichen Identität mit anderen geschrieben, habe Freundschaften aufgebaut und dann hat sich ein Mädchen in mich verliebt, in meinen männlichen Charakter, weil, wie gesagt, ich habe mich als Mann ausgegeben, bis ich es nach 3 Monaten nicht mehr ausgehalten habe, weil mir die Leute so ans Herz gewachsen sind und ich sie einfach nicht belügen konnte, weil aus Fremden sind Freunde geworden und das macht man einfach nicht. Deswegen passt bloß auf, mit wem ihr im Internet schreibt, wenn ihr die Person noch nie gesehen, gehört oder sonst was habt, seid bloß vorsichtig. Man weiß nie, wer hinterm Bildschirm sitzt. Und dann habe ich ihr halt gesagt, dass ich ein Mädchen bin und kein Mann. Und da war sie natürlich erstmal schockiert, weil sie war hetero. Dann hatten wir erstmal so ein bisschen komischen Kontakt. Also wir hatten trotzdem noch täglich miteinander geschrieben und so. Und es hat sich einfach trotzdem angefühlt, als hätte man irgendwie Schluss gemacht. Das war irgendwie Liebeskummer. Wir hatten uns ganz, ganz viel auch darüber unterhalten, wo sie dann auch irgendwann meinte, es ist nicht wichtig, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist. Ich habe mich in dich verliebt, in deinen Charakter. Und da ist das Geschlecht egal. Und da kam mir auch wieder dieser Gedanke so, wenn es sich jetzt anfühlt wie Liebeskummer, wenn ich das vermisse, die Art, wie wir geschrieben haben und dieses Zusammensein, dieses als Paar auftreten und so. Und es hat mir wahnsinnig gefehlt, wo ich dann auch gemerkt habe, ich habe auch Gefühle für sie entwickelt. Und dann wurde quasi aus einer Fake-Beziehung eine echte Beziehung, die 5 Jahre gehalten hat, mit einer kleinen Unterbrechung. Aber ja, wir haben uns dann auch gesehen. Es war zwar eine Fernbeziehung, aber es hat 5 Jahre hingehauen und dann irgendwann nicht mehr. Weil ich war mit mir selber nicht richtig im Reim, weil für die, die es eventuell nicht wissen, ich bin psychisch krank. Ich habe eine Persönlichkeitsstörung, Borderline genannt und noch andere Dinge. Und war mir auch bei meiner Identität absolut unsicher und dementsprechend natürlich auch bei meiner sexuellen Identität, sexuellen Orientierung. Ich war mir einfach bei allem unsicher und wusste nicht, wohin mit mir. Sodass ich dann zwischendurch gedacht habe, bist du doch hetero? Und habe dann mit ihr Schluss gemacht. Im Nachhinein habe ich das sehr bereut, weil ich durch die Trennung herausgefunden habe, dass ich sie wirklich geliebt habe, weil ich daran zwischendurch gezweifelt hatte. Aber ich glaube, da spielt halt meine Persönlichkeitsstörung mit rein. Und ich glaube, weil es so viele Überschneidungen gerade gibt, fällt es mir auch enorm schwer, darüber zu reden. Ich rede hier gerade total abgehackt. Deswegen, ich hoffe, ich kann das Video gut schneiden, dass das, was ich sage, hier irgendwie einfach einen Zusammenhang hat und ich nicht 10.000 Pausen drin habe, weil ich nicht weiß, wie ich weiterreden soll. Dann hatte ich eine ganze Weile keine ernstzunehmenden Beziehungen und habe auch gesagt, so, ich möchte keine Frau mehr. Ich möchte ein klassisches Leben. Ich möchte einen Mann finden. Ich möchte heiraten. Ich möchte mit ihm eine Familie gründen und einfach normal sein. Weil bei meiner ersten Freundin, mit der ich 5 Jahre zusammen war, liebe Grüße an der Stelle, wir schreiben nämlich noch miteinander. Jetzt habe ich total den Faden verloren, weil die Kinder unten, die Nachbarskinder, gerade so rumschreien. Ich hoffe, ihr hört das nicht in der Aufnahme. Jetzt will ich atmen.
jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Nämlich, dass ich mich in den 5 Jahren nicht getraut habe, mich öffentlich als Paar mit meiner damaligen Freundin zu zeigen. Also kein Händchen halten, kein Kuss in der Öffentlichkeit, weil ich nicht wollte, dass man uns komisch anguckt. Dann verging halt so ein bisschen die Jahre und Javi Hubert kam in mein Leben. Und wir waren zuerst nur Freunde, haben sporadisch geschrieben, immer mal wieder, bis die ganze Freundschaft enger wurde und wir uns besser kennengelernt hatten und wirklich Nächte durchtelefoniert haben mit Skype damals noch, als sei das irgendwie 1834. Jetzt musste ich tatsächlich mal die Kopfhörer aufsetzen, damit ich dieses Kind ausblenden kann, weil ich kann mich absolut nicht konzentrieren gerade. Wir haben halt auch schon intimer geschrieben, also dass wir uns lieb haben und sowas haben wir halt auch schon geschrieben und haben uns wirklich ganz intime Dinge anvertraut, quasi wie mit einer besten Freundin, nur tiefer irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Und ich hatte aber tierisch Angst vor einer weiteren Beziehung, weil auch mit der Partnerin, mit der ich 5 Jahre zusammen war, lief es nicht ganz so toll, weil ich wahnsinnige Verlustangst hatte und das eine sehr klammernde Beziehung war. Und das wollte ich niemandem mehr antun. Und ich wollte es auch mir nicht mehr antun. Nochmal so einen Verlust zu erleben, auch wenn ich Schluss gemacht habe. Aber sie hat dann irgendwann gesagt, sie liebt mich nicht mehr. Aber das ist irgendwie wieder eine ganz andere Geschichte, die ich eigentlich auch nicht wirklich im Internet teilen möchte. Und irgendwann habe ich gesagt, dass ihre Eltern vorbeikommen möchten und mich kennenlernen möchten. Und das hat sich so angefühlt, als würde ich meine Schwiegereltern kennenlernen. Und dann haben wir irgendwie so ein bisschen darüber geredet. Und dann hat Habi zu mir gesagt, egal was passiert, wir werden immer Freunde bleiben. Das sollte mir eigentlich Sicherheit geben und ich habe mich einfach so richtig gefriendzoned gefühlt. Und das hat irgendwie wehgetan und dann haben wir irgendwie den ganzen Nachmittag nicht mehr zusammen, also nicht mehr miteinander geredet und ich habe Twilight geguckt. Das letzte Mal, als ich Twilight geguckt habe, als Edward Bella verlassen hat, das ist so dramatisch und es hat ja super auf meine Situation gepasst damals. Ich bin eine kleine Drama-Queen. Und dann habe ich mit einem gemeinsamen Kumpel darüber geschrieben und er meinte dann so, ja, aber Hubert war sich doch so sicher ihrer Gefühle. So, Moment, was? Und dann hat es sich so verplappert, dass ich dann Hubert geschrieben habe, liebst du mich? Und dann ging ihr Arsch auf Grundeis. Weil wir hatten beide das Gefühl, wir machen gerade alles kaputt. Und dann haben wir wieder gemerkt, so nein, es ist egal, ob ich keine Frau mehr möchte an meiner Seite. Es ist egal, ich bin verliebt. Nach wie vor. Stärker denn je. Und ich bereue es keine Sekunde, diesen wundervollen Menschen an meiner Seite zu haben. Auch wenn ich Angst davor hatte, es auch meiner Familie zu sagen, dass ich wieder mit einer Frau zusammen bin. Aber ich liebe sie einfach so, so sehr. Gott, warum heule ich jetzt? Die nächste Frage von Paula Fifi. Wie bist du damit umgegangen, als du dir deiner Sexualität klar geworden bist? Ja, wie gesagt, in der Grundschule habe ich es erstmal verdrängt und als ich habe es mir eingebildet abgetan und dann habe ich es einfach gemacht. Es hat tatsächlich kein richtiges Outing stattgefunden. Da nehme ich auch die Fragen von Lena Baumgartner mit rein und von Anaconda07. Wie alt warst du, als du dich geoutet hast? PS, bist die Beste, Dankeschön. Und war es schwer für dich, euch zu outen? Ich habe über ein klassisches Outing nie richtig nachgedacht. Ich habe meine Angehörigen quasi einfach ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe für mich festgestellt, ich liebe diese Person, egal was für ein Geschlecht sie hat. Und damit war das Thema für mich durch. Entweder man akzeptiert mich so, wie ich bin, oder nicht. Ich finde, wir müssen das ganze Thema sexuelle Identität, sexuelle Orientierung nicht zum Tabuthema machen. Wir haben das 21. Jahrhundert, das ist kein Tabuthema. Deswegen habe ich es auch tatsächlich einfach so gehandhabt, als wäre es was völlig Normales, einfach weil es was Normales ist. Ich bin nie zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, Mama, Papa, ich bin pansexuell. Weil da lese ich die nächsten 2 Fragen vor von Emmy. Da habe ich auch die erste Frage verpixelt, weil das eine andere Frage für einen anderen Bereich ist. Wie haben deine Eltern darauf reagiert, dass du homosexuell bist? Ich bin nicht homosexuell. Also homosexuell wäre ja für meinen Fall, dass ich lesbisch bin. Nein, ich bin nicht lesbisch, ich bin pansexuell. Und pansexuell bedeutet einfach, dass ich keinen Unterschied mache zwischen Männern und Frauen oder sonst einer sexuellen Identität. Ich verliebe mich in den Charakter und die Identität, wo sich diese Person sieht, egal ob als Mann, als Frau, als Queer und was es nicht sonst noch alles auf dieser wunderschönen Welt gibt. Es ist mir egal. Ich liebe den Charakter, nicht den Körper, nicht die sexuelle Identität. Und das ist einfach pansexuell.
Dazu könnte ich mit Hubert gemeinsam auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Sie ist aber heute nicht da, aber da werde ich nachher, also zum Ende des Videos, noch ein bisschen was dazu erzählen. Und so Kesselkuchen hat auch zwei ausgepixelte Fragen, weil die auch zu einem anderen Bereich gehören. Aber sie fragt auch, wie haben deine Eltern auf deine Sexualität reagiert? Ja, ich habe es ja schon ein bisschen angeteasert. Ich bin einfach zu meinen Eltern hin und habe gesagt, ich bin vergeben. Und meine Eltern haben dann natürlich gefragt, so, oh, wer ist es denn? Und ich habe dann halt gesagt, es ist eine Frau. Bei der ersten habe ich halt gesagt, eine Frau aus dem Internet. Da haben meine Eltern auch noch das so ein bisschen als Phase abgetan. So, ja, Kind experimentiert ein bisschen, habe ich ja auch gemacht. Aber es war halt einfach keine Phase. Sie haben das schon versucht ernst zu nehmen und haben sie dann auch mit aufs Familienfoto genommen, so als Paarbild und so, und haben sie versucht, in die Familie zu integrieren. Auch wenn mein Vater dann nach der Trennung zwischendurch gesagt hat, ja, such dir doch mal einen Freund, weil ich halt dann ein paar Jahre Single war. Aber ich glaube, das hat er auch absolut nicht böse gemeint, sondern einfach, such dir einen Partner, Partnerin, wie auch immer. Also meine Eltern, meine ganze Familie ist da super cool mit umgegangen, auch wo ich dann gesagt habe, ich bin jetzt mit Hubert zusammen. Das war für die absolut kein Thema. Sie haben sich für mich gefreut, dass ich wieder jemanden habe an meiner Seite. Und da war es denen auch komplett egal, was das für ein Mensch ist, also was für eine Identität, sexuelle Identität dieser Mensch hat. Einfach, weil das Wichtigste ist, dass die Person mich glücklich macht. Und das macht sie sehr sogar. Oh, beim Thema Hubby werde ich gerade irgendwie so emotional. Ich habe heute Nacht alleine geschlafen. Die ist heute bei einer Freundin gewesen. Weil Sturmfrei eigentlich auch ganz nice ist, aber ich vermisse sie halt. Anderes Thema. Wie gesagt, meine Konzentration ist gerade nicht so die beste. Deswegen entschuldigt, wenn das Video ein bisschen holprig ist. Und auch meine Großeltern haben Hubert einfach so liebevoll in die Familie aufgenommen. Das ist einfach so, so schön. Ich habe da super viel Glück mit meiner Familie, dass das einfach absolut kein Thema war. Und ich glaube, wir sind mittlerweile auch in einer Zeit, wo es immer mehr Normalität hat, nicht nur mit einem Mann oder einer Frau zusammen zu sein, in einer Hetero-Beziehung zu sein, sondern es wird immer offener, immer normaler, immer selbstverständlicher. Und wir haben fast durchweg positive Erfahrungen gemacht, wenn wir irgendwie bei Kollegen, Freunden, Vermietern, Nachbarn irgendwie erzählt haben, dass wir ein Paar sind und keine WG oder nicht nur Freunde, sondern dass wir wirklich ein Liebespaar sind. Das war immer so, ah, okay, schön. Das war immer was sehr Selbstverständliches. Und das finde ich einfach richtig, richtig toll. Ich bin so dankbar dafür, dass ich so gute Erfahrungen damit machen konnte. Bis auf eine, da hat ein Schwager von mir, also den habe ich nur zweimal in meinem Leben bisher gesehen, gefragt, ob er uns denn mal zusehen dürfte. Das war ein bisschen seltsam, aber das war so die einzige grenzwertige Erfahrung. Aber wir wurden jetzt nie deswegen angegangen oder so. Und das ist schön. Vielleicht macht euch das ja auch Hoffnung, dass ihr vielleicht, wenn ihr selber merkt, ihr seid nicht nur hetero, ihr seid was anderes, was auch immer das ist, dass ihr offen damit umgeht und euch nicht verstecken müsst, dass ihr keine Angst davor haben müsst, euch zu outen. Vielleicht überrascht euch euer Umfeld genauso wie mein Umfeld mich überrascht hat. Dass es einfach als normal angesehen wird, denn das ist es. Es ist normal. Es ist auch normal, gerade nicht zu wissen, was man möchte. Wie gesagt, ich hatte auch eine Phase, wo ich dachte so, stehst du wirklich auf Frauen? Stehst du vielleicht doch nur auf Männer? Auf was stehst du überhaupt? Stehst du überhaupt auf etwas? Es ist normal, dass man sich diese Fragen stellt. Es ist normal, dass die Entscheidung wankt. Es ist normal, dass man auch einfach mal keine Antworten hat. Denn auch das alles entwickelt sich. Und die letzte Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die auch ein bisschen intensiver behandelt wird von mir, die hat die liebe Vanessa gestellt. Und sie fragt, ich würde gerne wissen, warum du dich dafür entschieden hast, weiterhin Misha genannt zu werden. Liebe deine Videos und die Freude und den Spaß, die du uns mit deinen Stories und Let's Plays vermittelst. Dankeschön. Ja, für die, die es nicht wissen, mein richtiger Name ist nicht Misha. Schockierend. Mein richtiger Name ist Vanessa. Ich habe den Namen einmal erklärt in meinem einjährigen YouTube-Jubiläum-Special. Ich verlinke euch das hier da auch nochmal in der Infocard, falls ihr das noch nicht kennt. Da habe ich erklärt, wie es zu dem Namen Misha KK gekommen ist. Und da habe ich auch das Thema behandelt, was ich jetzt auch so ein bisschen behandeln möchte. Weil ich hatte ja erwähnt, dass ich eine Persönlichkeitsstörung habe. Und da spielt halt auch eine ganz, ganz krasse Identitätsstörung mit rein. Also sie ist mittlerweile behandelt. Ich war lange, lange, lange in Therapie. Aber wie gesagt, das ist eigentlich ein komplett anderes Thema. Ich dachte, ich sei trans. Für diejenigen, die eventuell nicht wissen, was das ist, Transgender ist, wenn man sich in seinem eigenen Körper,
wie sagt man das am besten? Wenn die eigene Geschlechtsidentität nicht mit dem Körper übereinstimmt. Weil ich habe eindeutig einen biologisch weiblichen Körper. Ich dachte aber, ich habe das so empfunden, als sei ich ein Mann. Bei mir hat sich das tatsächlich als Phase rausgestellt, allerdings durch eine Krankheit. Deswegen, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr zu jemandem geht und sagt, es ist nur eine Phase, besonders im Transgender-Bereich. Nehmt die Leute bitte, bitte, bitte ernst. In den seltensten Fällen ist das nur eine Phase. Und wenn ihr diese Menschen nicht unterstützt, kann das ganz, ganz viel Schaden anrichten. Deswegen nehmt sowas bitte, bitte, bitte ernst. Ich bin halt auch deswegen in Therapie gegangen und habe mir dann halt auch einen Namen gesucht, der dann besser zu mir passt. Weil Misha ist ja ein Name, der passt zu Männern und zu Frauen. Also ist ein Unisex-Name und deswegen habe ich ihn gewählt, weil er halt auch gut für diese Übergangsphase gewesen wäre. Ich hatte auch schon die Identikation, oh Gott, wie hieß das nochmal? Auf jeden Fall die Bestätigung von einer Ärztin, dass ich in die Hormontherapie darf und dass ich Testosteron nehmen darf. Und 2 Tage vorher bin ich in die Psychiatrie gekommen, halt wegen meiner Krankheit. Und habe mich auch immer mit den männlichen Pronomen ansprechen lassen. Ich wollte nicht, dass man mich Vanessa nennt. Ich wollte, dass man mich Misha nennt und mit er und ihn anspricht. Das haben die meisten auch gemacht. Und ich habe in der Zeit, bevor ich in die Psychiatrie gekommen bin, auch viel YouTube konsumiert und habe mir einen YouTube-Kanal angeguckt, der diese Reise schon durchgemacht hat, der biologisch weiblich war, aber innerlich männlich. Und habe mir da so diese Reise angeguckt, wie das alles funktioniert und so. Und habe mich da so gut wiedererkannt und für mich in diesem Prozess gemerkt, okay, mir geht's genauso. Ich habe einen ellenlangen Brief geschrieben, wie ich mich gefühlt habe, weil ich auch mit meinem Körper nicht klargekommen bin, ich mit meiner Oberweite absolut nicht im Reinen war und ich die einfach nicht da haben wollte. Und im Nachhinein habe ich das fehlinterpretiert. Aber ich glaube, genauer will ich da auch gerade nicht drauf eingehen. Das würde auch so ein bisschen den Rahmen sprengen und ist halt wirklich sehr persönlich. Auf jeden Fall hatte ich als Transgender ein offizielles Coming-out. Deswegen spreche ich das Thema an und deswegen möchte ich auch ein bisschen genauer auf diese Frage eingehen. Weil ich habe einen sehr langen Brief geschrieben und den meinen Eltern gegeben, dass sie sich den durchlesen können. Mein Vater hat das super cool aufgefasst und das... Klar, es ist mir egal, ob du mein kleines Mädchen oder mein kleiner Junge bist. Und das war so eine tolle Reaktion. Ich meine, ich habe es ja am Ende nicht durchgezogen, weil sich das ja bei mir als Symptom rausgestellt hat. Aber das war so eine tolle Reaktion und ich bin meinem Vater da unglaublich dankbar für. Deswegen, Papa, falls du das siehst, ich hab dich ganz, ganz, ganz doll lieb. Meine Mutter hat am Anfang ein bisschen zurückhaltend reagiert, weil sie sich am Anfang selber die Schuld dafür gegeben hat. Weil sie sich, als sie mit mir schwanger war, einen Jungen gewünscht hat und sie dachte, das hätte sich eventuell auf mich übertragen, dass dieser Wunsch, dass ich ein Junge bin, statt ein Mädchen. Aber das hat sich dann auch relativ schnell gelegt, weil ich habe ihr das dann auch ganz gut erklären können, dass das absolut nichts mit ihr zu tun hat, sondern dass das einfach ich bin. Auch meine Geschwister haben total toll reagiert. Meine beste Freundin hat das super aufgefasst und das war eine schwere Zeit, mich so zu outen, weil ich hatte da ungefähr so lange Haare wie jetzt, habe sie dann komplett abgeschnitten, ich habe meine Oberweite abgebunden, habe mir sogar teilweise im Bart geschminkt. Ich blende hier auch nochmal so ein paar Bilder ein und das war auch eine sehr schwere Zeit für mich. Und während des Psychiatrieaufenthaltes, also Psychiatrie klingt immer so angsteinflößend. Also ich saß da jetzt nicht mit einer Zwangsjacke. Und selbst wenn es so wäre, wäre es auch nicht schlimm. Es war einfach eine Langzeittherapie für Borderline-Erkrankte, damit sie lernen, mit der Krankheit besser umzugehen, mit sich besser umzugehen. Und da war ich halt 6 Monate und in diesen 6 Monaten ist ganz, ganz viel mit mir passiert. Zum einen, was meine psychische Gesundheit angeht. Seitdem geht es mir so, so, so viel besser. Und ich bin dieser Klinik einfach unglaublich dankbar. Und zum anderen habe ich mich wiedergefunden. Ich kam in die Klinik, als sei ich ein weißes Blatt Papier. Ich hatte keine Identität, keine Persönlichkeit, gar nichts. Und ich glaube, auch dieses Ein-Mann-Sein hat mir auch einfach so dieses Gefühl von Sicherheit gegeben, weil ich einfach schon nicht so schöne Erfahrungen mit Männern gemacht habe, wo ich mich schwach gefühlt habe. Und ich mich nie wieder schwach fühlen wollte und deswegen wahrscheinlich auch einfach zu Mann werden wollte. Also wenn ich hier irgendwie was erzähle, was dich sauer macht, dich sauer aufstoßen lässt, schreib das gerne in die Kommentare. Ich möchte niemanden beleidigen, niemanden kränken, niemanden schlecht reden und keine Situation herunterspielen. Ich möchte wirklich einfach nur von meinen eigenen Erfahrungen gerade berichten und möchte wirklich niemanden auf die Füße treten. Während des Aufenthalts habe ich mich ganz viel auch mit der sexuellen Identität befasst. Weil die Testosterontherapie musste ich verschieben, zum Glück. Also ich stand kurz vor der Testosterontherapie und ich glaube, das hat sich 2 Tage
zwei Wochen, zwei Tage, ist das so aneinander vorbei, weil ich dann halt eingewiesen wurde, also auf meinen Wunsch, beziehungsweise auf Anraten meiner Hausärztin. Und bin so froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil sonst wäre ich heute ein völlig anderer Mensch. Und ich wäre nicht glücklich gewesen, weil ich ja meine Identität wiedergefunden habe in der Zeit. Und ich bin einfach froh, dass es nicht so weit gekommen ist. In diesen 6 Monaten habe ich ganz, ganz viel mit der sexuellen Identität experimentiert. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich. Und habe für mich selber auch herausgefunden, ich muss nicht Mann oder Frau sein. Weil ich hatte trotzdem kurze Haare, hatte männliche Klamotten, habe mir einen Bart geschminkt, aber habe trotzdem Nagellack getragen, weil ich dachte, ich spiele jetzt so ein bisschen damit herum. Ich finde heraus, was mir gefällt. Ich finde heraus, wer ich bin. Und je länger ich da war, desto mehr ich ausprobiert habe, desto mehr Farbe hat mein weißes Blatt Papier bekommen. Und es war schön, wieder jemand zu sein, der ich wirklich bin. Weil in meiner Pubertät, in meiner Jugend ist so einiges schiefgelaufen, was mich kaputt gemacht hat und wo ich mich einfach selber komplett verloren habe. Und durch dieses Ausprobieren habe ich mich einfach Stück für Stück wiedergefunden. Und ich bin da einfach so glücklich darüber, so froh, dass ich jetzt auch mit Stolz sagen kann, ich bin eine Frau. Dass ich das sagen kann, dass ich wirklich stolz darauf bin, zu sein, wer ich bin. Das konnte ich ganz, ganz, ganz lange nicht. Es war dann natürlich komisch, dann zu sagen, übrigens, es war doch nur eine Phase. Wie gesagt, das ist in den aller seltensten Fällen eine Phase. Bei mir war es krankheitsbedingt. Ich kann das gar nicht genug betonen, dass das krankheitsbedingt war. Nehmt Transgender bitte, bitte, bitte ernst. Hier aber nur zur Frage, warum heiße ich weiterhin Misha? Wie gesagt, der Name passt zu Männern und zu Frauen. Und er ist irgendwie einfach hängen geblieben. Also meine Familie nennt mich mittlerweile auch wieder Vanessa. Aber meine Freunde nennen mich weiterhin Misha. Hubby nennt mich Misha. Ihre Familie nennt mich Misha. Ich stelle mich auch bei neuen Leuten immer als Misha vor und deswegen auch mein Kanalname Misha. KK. Weil es auch einfach besser zu mir passt. Weil ich nicht entweder oder sein möchte, sondern ich möchte einfach ich sein. Egal in welcher sexuellen Identität ich mich sehe. Egal ob Mann, Frau, was dazwischen, nichts von beiden. Misha. Ich bin einfach Misha. Und damit werde ich dieses Video auch so langsam beenden. Es ist furchtbar lang geworden. Eigentlich wollte ich vor einer Minute anfangen zu streamen. Und ich habe sehr viele, sehr persönliche Dinge hier in diesem Video gesagt. Und ich hatte nie vor, so ein Video zu machen, wo ich auch so viel darüber erzähle. Aber ich glaube, das war jetzt an diesem Punkt ganz wichtig. Gerade weil ich gesehen habe, dass ihr auch einige Unsicherheiten habt, dass ihr Fragen habt. Und ich Normalität in solche Themen reinbringen möchte. So viel über meine Krankheiten wollte ich jetzt eigentlich nicht erzählen. Ging aber irgendwie ineinander über. Deswegen, ich bitte euch allgemein, behandelt untereinander mit Respekt. Egal, wie dieser Mensch sich sieht, wie die Identität ist, wie die Orientierung ist oder irgendwas. Jeder sollte mit Respekt behandelt werden. Jedem Menschen, jedem Lebewesen sollte freundlich gegenübergestellt werden. Zumal man auch nie weiß, was hat diese Person alles schon durchgemacht auf ihrem Weg. Und auf eurem Weg möchte ich euch mitgeben, seid ihr selber, auch wenn ihr vielleicht noch gar nicht wisst, wer genau ihr seid, was genau ihr möchtet. Ihr werdet es rausfinden. Ihr müsst euch nur trauen, es auszuprobieren. Hubert war ja jetzt nicht dabei, weil einige Fragen haben sich auch so ein bisschen an sie gerichtet. Deswegen werden wir am Sonntag um 11 Uhr einen LGBTQ-Livestream machen auf Twitch. Da verlinke ich das euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung, wo ihr uns auch live Fragen stellen könnt, weil ich das Gefühl habe, dass eventuell Fragen noch nicht beantwortet sind. Vielleicht sind auch neue Fragen neu aufgekommen bei euch. Und wir wollten euch einfach mal ganz offen eure Fragen beantworten, wo sie auch mit dabei ist. Sie hat nämlich auch nochmal eigene Ansichten, eigene Eindrücke, eigene Geschichten. Und ich hoffe, dass wir euch da auch helfen können. Mehr Klarheit verschaffen, mehr Normalität in dieses Thema bringen. Und das passt ja auch wundervoll zum Pride Month jetzt. Ja, also vielleicht sehen wir ja uns am Sonntag um 11 Uhr auf Twitch. Würde mich sehr, sehr freuen. Zögert auch nicht, ihr könnt auch einfach nur zuhören. Ihr müsst nicht schreiben oder irgendwas. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Nehmt euch ernst, habt euch lieb, traut euch Sachen zu. Und vergesst nicht, dass ihr ein ganz, ganz wundervoller Mensch seid, egal wer du bist. Fühlt euch ganz lieb gedrückt und es ist super awkward, das Video jetzt so zu beenden, aber ich hab euch lieb. Bye.